1987 wurde im Haus der Gemeinde ein Tag der offenen Tür gefeiert, organisiert und durchgeführt von der damaligen Bürgermeisterin Ruth Hanke. An diesem Tag wurden der Öffentlichkeit verschiedene Nutzungsmöglichkeiten des Hauses präsentiert. Als 1988 der italienische Architekturhistoriker Marco de Michelis einen Abstecher nach Steinhorst machte, wollte er sich über den baulichen Zustand des Hauses der Gemeinde informieren, das ihm aus der Fachliteratur als ein Tessenow-Bau bekannt war. Also die Entscheidung war, nach Hannover zu fliegen, ein Auto zu mieten und nach Steinhorst zu fahren. Und bei der Fahrt von Hannover nach Steinhorst fragte ich mich, wie mache ich jetzt, wie finde ich dieses Haus jetzt in Steinhorst? Und als ich diese Frage stellte, kam ich am Anfang des Dorfes, der Kleinstadt, an und ich sah das Gemeindehaus. Und ich dachte, ich frage am Rathaus, da werden sie wissen. Und ich habe das Haus überhaupt nicht mir angeguckt. Auch weil, wie Sie wissen, das Haus jetzt nur von der Seite sichtbar ist. Also ich bin ausgestiegen, ich bin gelaufen und ich habe die Tür aufgemacht und da stand eine Frau, es war Frau Anke, die Bürgermeister von Steinhorst, das wusste ich nicht, aber ich habe ganz einfach gefragt, ich suche ein Haus von einem Architekten Tessenow. Und im gleichen Moment habe ich die Treppe in der Halle gesehen. Und die Treppe sieht auch heute noch so tessenowianisch, dass ich auch sofort gesagt habe, und ich habe das Haus gefunden. Und ich habe die Bürgermeisterin, die sehr freundlich war, gefragt, ob sie etwas über das Haus wusste. Sie wusste etwas, sie hat mir etwas über den Fußballverband erzählt, glaube ich. Aber sie wusste nicht von Tessenow. Erinnern Sie sich noch an unser erstes Treffen, Frau Anke? Oh ja, sehr lebhaft sogar, Herr Professor. Ich guckte aus meinem Bürofenster und sah einen jungen Mann hier hin und her laufen. Na nun, denke ich, muss doch mal gucken, wer sich da für unser Haus interessiert. Und ich gehe aus meinem Büro heraus in den Flur und wer kommt mir im Flur entgegen? Den ich ja nicht kannte, den jungen Mann. Aber Sie haben mir das Aquarell, das Gemälde gezeigt. Später stellte er sich vor als Herr Professor de Michelis aus Venedig. Naja, und warum sind Sie hier, habe ich glaube ich gefragt. Und dann hat er... Herr Professor, den ich dann auch ins Büro gebeten habe, mir einen langen Vortrag über den bekannten, berühmten Architekten Tessenow gehalten, der dieses Haus erbaut hat. Dieses Gebäude ist wirklich ein schönes Haus. Ein bisschen verlassen, aber nicht geändert. Das ist sehr wichtig. Ein bisschen alt geworden, aber es wäre so einfach, das Ganze zu erfrischen und wieder in die ursprüngliche Schönheit zurückzubringen. Und es ist schön, dass die Arbeit des Historikers auch ein Ausgangspunkt wird für neues Interesse, für Ausstellungen, Vorträge, Filmdrehungen und so weiter. Es war wirklich eine schöne Episode meines Lebens und das ist der Grund, warum ich so gerne wieder in Steinhorst bin. Es wäre wirklich wünschenswert, dieses Haus endgültig zu retten, anzuerkennen, gut und liebevoll zu restaurieren, mit den richtigen Materialien, richtigen Putz, mit den richtigen Putzfarben und so weiter. Es könnte wirklich ein kleines Juwel deutscher Landarchitektur am Anfang des 20. Jahrhunderts werden. Auf Initiative der Heinrich-Tessenow-Gesellschaft bin ich dann schließlich 1989 zum ersten Mal selber in Steinhorst gewesen und habe hier eine Ausstellung eröffnet über Heinrich Tessenow und auch einen Vortrag über Heinrich Tessenow gehalten.
und habe bei der Gelegenheit auch die damalige Bürgermeisterin Frau Ruth Hanke kennengelernt. Etwas später, 1991, erschienen dann die Ergebnisse der 10-jährigen Forschungsarbeit von Marco de Michelis in Buchform und im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main fand eine sehr große Tessenow-Ausstellung statt. 1996 wurde ich zum Bürgermeister der Gemeinde Steinhaus gewählt. In den ersten Jahren sind ja die Hamburger in den Ferien noch immer nach Steinhaus gekommen und haben sich hier wohlgefühlt. Sie haben Spaß gehabt im Hause, wir haben Spaß gehabt mit den Hamburgern, auch mit den Aufsichtspersonen, mit den Trainern. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis hier im Hause gehabt. Und es war immer Bewegung im Dorf zwischen Jugendheim oder jetzt Haus der Gemeinde und Badeanstalt und Sportplatz. In den Jahren 1999, 2000 wurde in der ehemaligen Hausmeisterwohnung eine Schreibwerkstatt eingerichtet, in der das Buch Horst L. Weber, Maler und Grafiker von Jennifer Franke, Ira Tolstichin und Holger Boden entstanden ist. Im Jahre 1999 wurde von der Architektin Ute Bühring Wohnrode nach Auftrag durch die Gemeinde oder durch den Rat Umbaupläne für das Haus der Gemeinde erstellt, um diese Tagungsstätte hier so einzurichten, dass die Sanitärbereiche und Küchen und Essräume sinnvoll genutzt werden konnten. Aber diese Umbaumaßnahmen wurden nicht vollzogen, obwohl wir vom Rat mit den Plänen sehr gut leben konnten. Aber die Denkmalbehörde hat die Umbaumaßnahmen nicht mitgetragen. Ab 2000 wurden die Lehrgänge über 5 Wochen in Steinhaus eingestellt. Der Grund war, der Hamburger Fußballverband hat sich ein eigenes Sportheim in Hamburg-Jenfeld gebaut. Bis zum Jahre 2014 wurde immer noch ein Wochenende gemacht, und zwar von der Auswahl von Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg machten zusammen ein Trainingslager über 3 Tage mit 3 Vergleichsspielen. Steinhaus war immer etwas Besonderes. Es ist schade, dass der Gasthof Heine nicht mehr existiert. Auf der anderen Seite bin ich davon überzeugt, dass wenn der Hamburger Fußballverband hier investiert hätte, würde auch der Gasthof Heine heute noch existieren. Denn man hätte einen Deal finden können, den man ja auch von 1980 bis 2010 ungefähr gefunden hat, dass der Gasthof Heine gewisse Aufgaben für den Verband übernommen hat und das zu Konditionen, die im Prinzip so günstig waren, dass ein Aufenthalt in Steinhaus preisgünstiger war als der Aufenthalt in der damaligen Sportschule im Ochsenzoll vom HSV. Im Jahre 1999 erforschte die Kunsthistorikerin Anja Schrader aus Velpke im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme die Entstehungsgeschichte dieses Hauses. Dank der besonderen Initiative von dem damaligen Bürgermeister Wilhelm Hassemann, aber ganz besonders auch der Initiative von Herrn Schaffrath, der damals hier als ehrenamtlicher Gemeindearchivar tätig war und die Kulturhistorische Gemeinschaft gegründet hatte, hat die Regie übernommen und die Ausstellung Tora, Tore, Tessenow mit dieser kleinen Broschüre hier in Gang gebracht. Die Ausstellung fand nicht nur regional großen Anklang. Im Zuge der Ausstellung konnten auch einige Verbindungen zu Vereinen, Stiftungen, Firmen hergestellt werden, die großes Interesse an der Geschichte des HDG hatten und eventuell bereit gewesen wären, eine Sanierung zu unterstützen. Hierzu gehörten auch dann die Heinrich-Tessenow-Gesellschaft und die Heinrich-Tessenow-Stiftung. Wir haben damals angeboten, seitens der Gesellschaft, also sozusagen Gemeinde oder sonstige am Erhalt Interessierte zu unterstützen, indem wir vor allen Dingen versuchten, eine Professionalität in die nötige Projektentwicklung mit einzubringen. Es war dann damals Engagement von Herrn Schaffrath, der hier Beziehungen aufgebaut hatte zu Geldgebern im Kulturbereich in Niedersachsen.
Und wir konnten über unsere eigenen Bezüge in Hamburg von einer architekturinteressierten Stiftung in Hamburg sozusagen das nötige Pendant irgendwie auftreiben, sodass damit die Mittel bereitstanden, eine Machbarkeitsstudie aufzulegen. Die Stiftungsmittel der Hamburger Stiftung waren daran gebunden, dass es einen Ausbildungshintergrund geben musste. Deshalb musste die mit Studenten erarbeitet werden, was uns durchaus nicht unangenehm ist, also weil wir durchaus auch die Gesellschaft als in einem Bildungsauftrag stehend begreifen. Also wir haben das entsprechend gerne getan. Diese Machbarkeitsstudie hat einige Monate gedauert, wurde von einem Bürokollegen von mir, ja, in dem Sinne muss man ja sagen, angeleitet oder erläutert, wie man so etwas entwickelt und aufbaut. Und ich selber habe mich eigentlich mehr um den Überbau und die daraus damit verknüpfende Perspektiventwicklung beschäftigt. Ich glaube, in der Machbarkeitsstudie steht, dass es schon so etwas werden könnte wie ein Begegnungszentrum. Die Heinrich-Tessenow-Stiftung machte dann auch der Gemeinde ein Angebot, das Haus zu kaufen, zu sanieren und ein entsprechendes Nutzungskonzept zu entwickeln. Um den Wert des Hauses festzustellen, wurde ein baurechtliches Gutachten erstellt. Da die Stiftung nur nach diesem Gutachten bezahlen konnte, fand die Gemeinde den Betrag zu niedrig und lehnte den Kaufvertrag ab. Wir hatten damals vor, dieses Haus dann in eine neue Trägerschaft zu überbringen und das dauerhaft wirtschaftlich zu betreiben. Was aber vorausgesetzt hätte, den Bau eines Übernachtungshauses, weil das Haus natürlich von den jetzigen Möglichkeiten den heutigen Anforderungen an ein Tagungshaus nicht entsprechen würde. Dieses Kaufangebot ist nicht angenommen worden, sondern man hat höchstens gefragt, ob man den offerierten Kaufpreis nicht als Spende der Gemeinde zur Verfügung stellen wollte. Das ging allerdings über unsere, sozusagen auch über unsere rechtlichen Möglichkeiten hinaus, weil also unsere Stiftung ist klein und wir hätten es aus dem Kapitalstock bezahlen müssen und letztendlich als Anlagegegenstand betrieben und nicht als, wie soll ich sagen, als Förderobjekt. Aber die Gemeinde Stahnaus oder der komplette Rat, sage ich einfach mal, war sich darüber im Klaren, für 80.000 verkaufen wir dieses Gebäude nicht. Dann hätten wir keinerlei Möglichkeiten mehr gehabt oder keinen Zugriff mehr auf dieses Gebäude gehabt. Und das war nicht im Sinne des Rates der Gemeinde Stahnaus. Wir haben dieses denn abgelehnt, da uns der Kaufpreis nicht hoch genug erschien. Wir wussten zwar auch zu dem Zeitpunkt nicht, wie wir das Haus weiterhin nutzen können, weiter nutzen sollten und wo wir Geld herkriegen sollten, aber wir haben gesagt, dann müssen wir uns andere Wege suchen. Und da sind wir heute noch bei. Gleichzeitig mit der Erstellung dieser Hamburger Machbarkeitsstudie entwickelte der Steinhorster Rechtsanwalt und Steuerberater Hans-Peter Rissmann einen Vorschlag zur Nutzung des Hauses der Gemeinde. 2006 wurde von ihm ein fertiges Konzept einschließlich Finanzierung vorgestellt. 2002, 2003 traten Mandanten an mich heran, die in Braunschweig bzw. im Speckgürtel von Braunschweig damals ein relativ großes Alten- und Pflegeheim betrieben und nach Möglichkeiten suchten zu expandieren. Die einhellige Meinung sowohl meiner Mandanten als auch der Architekten war gewesen, das wäre ein richtig tolles Objekt, um hier ein solches Alten- und Pflegeheim draus zu machen. Ich bekam so den Auftrag, mich doch mit der örtlichen Gemeindevertretung in Verbindung zu setzen und nachzufragen, ob das Haus denn dafür, ob dieses Grundstück denn dafür zur Verfügung stehen würde. Ich hatte den Eindruck nach den ersten Gesprächen, dass dieser Gedanke, das umzufunktionieren in ein Altenpflegeheim, auf sehr große Zustimmung